300.000 Menschen erkranken jährlich in Deutschland an einer Sepsis. Die Idee von Osteno ist, die Infektionsdiagnostik zu revolutionieren, indem wir sie kosteneffizienter, schneller und verlässlicher machen. Unsere Kunden sind in erster Linie Intensivmediziner, die sich um Patienten auf der Intensivstation mit möglichen Blutstrominfektionen kümmern. Mein persönliches Motto bei der täglichen Arbeit ist Patients First. Wir benutzen die DNA, um Bakterien im Blut vom Patienten zu identifizieren. Um den Test anbieten zu können, setzen wir unter anderem auf Serverkapazitäten von Amazon Web Services. Am Fraunhofer-Institut werden die Patientenproben ausgepackt. Sie werden für die Sequenzierung vorbereitet und die Sequenzierung wird dann über Nacht durchgeführt. Ergebnis der Sequenzierung ist ein großes File mit sämtlichen DNA-Sequenzierungsinformationen. Dieses wird in die AWS Cloud hochgeladen und von unserem Algorithmus analysiert. Das Ergebnis dieser Analyse wird dann den Intensivmedizinern und Mikrobiologen mitgeteilt. Die Osteno wurde 2017 gegründet und wächst seitdem stetig und erfährt sehr viel Unterstützung aus dem klinischen Bereich. Die Skalierbarkeit der Serverkapazitäten ist einer der größten Vorteile, die Amazon Web Services uns bietet. Dadurch haben wir jederzeit die Möglichkeit, bedarfsorientiert Ressourcen dazu zu buchen. Der Trend sieht sehr positiv aus. Wir können immer mehr Ärzte von dem Vorteil dieses Tests überzeugen und erreichen dadurch eine breitere Masse an Ärzten, die wiederum ihren Patienten besser helfen können durch die Ergebnisse, die unser Test liefert.